Herzlich willkommen bei Im Dialog mit. Mein Name ist Kerstin Plewe und ich freue mich sehr, heute bei uns begrüßen zu können Carsten Schneider. 1995 in die SPD eingetreten, seit 98 Mitglied des Deutschen Bundestages, 3 Jahre später schon dabei und damals jüngstes Mitglied des Deutschen Bundestages. Es gab einen richtigen Medienrummel, wie Sie als erstes jüngstes Mitglied eintraten. Können Sie sich daran gut erinnern? Klar, waren für mich der einschneidendste Moment wahrscheinlich in meinem Leben gewesen, bisher zumindest, was das Berufliche betrifft. Und das weiß ich noch genau, wie das war, klar. Wie haben die Medien auf Sie reagiert und vor allem, wie haben Kollegen, maßgeblich ältere Kollegen, reagiert? Ja, also für die Medien war das natürlich doch doppelt oder dreifacher Exotenbonus, jung, Ossi und weiß auch nicht, sehr exotisch jedenfalls. Hat nicht so das Schema gepasst, das Abgeordnete, das man sonst hat. Ja, deswegen war dann eine relativ große Aufmerksamkeit und Interesse, aber das hat sich dann auch wieder gelegt. Ging ja nicht um das Politische, sondern es ging um die Person. Deswegen habe ich das dann selbst auch ein Stück zurückgenommen. Weil nämlich genau das passiert ist, was Sie eben angesprochen haben, dass ältere Kollegen dann einfach sich gefragt haben, macht er hier Politik oder ist das alles nur Show? Und ich habe mich dann sehr stark darauf konzentriert, meine Arbeit gut zu machen, die Verantwortung, die mir in der Fraktion aufgetragen wurde, im Haushaltsausschuss, um mich um meinen Wahlkreis zu kümmern. Und, ja. Und das machen Sie gut? Das müssen die Wähler beurteilen. Bis jetzt haben sie mich zumindest zweimal wiedergewählt. Also scheint zumindest halbwegs okay zu sein. Ihre Arbeit im Haushaltsausschuss scheint ja nahe an dem zu liegen, was Sie gelernt haben. Sie sind ein gelernter Bankkaufmann. Ist es etwas, wo Sie sich wohl und sicher drin fühlen? Sie sagen, Mensch, da könnte ich mich sehen? Oder hat sich das zufällig auch aus Parteiwunsch heraus ergeben? Nein, also ich wollte auf jeden Fall nicht die Jugendnummer machen. Das heißt, ich war damals, wie gesagt, Jüngster, haben Sie ja schon erwähnt. Und dann wollte ich nicht auch noch Jugendpolitiker werden. Sondern ich finde, man muss, gerade wenn man Direktmandat hat im Wahlkreis, erstmal für alles auch, von allen auch gewählt. Und kann sich da nicht auf einen kleinen Bereich nur kümmern. Außerdem sind viele ältere Kollegen auch wahrscheinlich manche Punkte sogar viel besser. Also, ich habe mich konzentriert auf den Finanzbereich, weil ich Bankkaufmann gelernt habe. Und dann gibt es ja im Bundestag den Finanzausschuss und den Haushaltsausschuss. Im Finanzausschuss, die machen die Steuergesetzgebung, die Bankenaufsicht, jetzt diese Bankenkrise zum Beispiel. Das lag mir nah oder auch näher. Für den Haushaltsausschuss hatte ich mich intern in der Fraktion gar nicht beworben, weil ich mir dachte, da kommt man sowieso nicht rein. Das ist so ein, ja, eher so ein erlauchtes Gremium, wo man zum Ende seiner Abgeordnetenkarriere die Chance bekommt, da 1 oder 2 Legislaturen zu machen. Hat dann bei mir im Finanzausschuss nicht geklappt und deswegen bin ich dann in den Haushaltsausschuss gekommen, was wie gesagt noch besser ist und ich mir damals nicht wirklich erträumen wagte. Können Sie sich denn gut an die ersten Wochen und Tage im Bundestag erinnern? Auch wenn Sie heute, ist es 10 Jahre her, trotzdem glaube ich doch, dass es für einen jungen Menschen, der Sie damals waren, der Sie eigentlich ja auch heute noch sind, muss es ja ein immenser Unterschied sein, auf einmal in der politischen Verantwortung zu stehen im Vergleich zu dem, ich weiß nicht, wie das Mandat auf Sie zukam, haben Sie an Reiseplanung gedacht nach dem Studium, das muss ja eine ganz andere Welt sein. Können Sie sich daran noch gut erinnern? Ja, sicher. Also die Zeit werde ich wahrscheinlich nicht vergessen. Ich bin dann, zu Beginn war das ein bisschen wie Abenteuer und Ferienlager, weil ich dann nicht damit gerechnet, gewählt zu werden. Ich kandidiere da jetzt, mache da auch eine gute Kampagne für die SPD, aber es war nicht zu erwarten, dass ich gewählt werde. Von daher war ich dann, ja, wie das manchmal so ist, wenn es Zufälle, also wenn einem was ereilt, ohne dass man wirklich das schon geplant und sich alles überlegt hat, dann ist es besonders schön. Und ich war dann eben mittendrin in der Welt, die ich eigentlich gar nicht kannte, weil, ich weiß noch, bei der Kanzlerwahl von Gerhard Schröder lief dann auch noch Helmut Kohl hinter mir und das ist ja eine sehr wuchtige Erscheinung, die ich nur aus dem Fernsehen kannte. Und auf einmal merkt man, es ist jetzt doch dabei, neues Leben, aber zumindest eine neue Facette und ein größerer Bereich, der das jetzt dominieren wird. Und dann habe ich mich darauf eingelassen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass unsere Zuschauer interessiert, wie man als so junger Mensch eine Affinität zu einer Partei entwickelt. Sie haben sich ja mit Sicherheit bewusst für die SPD entschieden. Wie kam es dazu? Ich glaube, das spürt jeder, wo er in etwa politisch steht. Das sagen Sie. Manche Leute sagen, Sie sehen wenig Unterschiede zwischen den Parteien. Ja. Aber da kommen wir nochmal drauf. Also Sie haben es gespürt, sagen Sie? Ja, ich würde sagen, ich habe generell war für mich erstmal Person wichtig und das Programm, die Grundwerte und
stand schon immer eher links. Und dann war die Frage Grüne oder SPD. Und für mich war dann letztendlich, die Grünen sind mir zu sehr eine doch kleine Klientelpartei. Die SPD ist eine breite Volkspartei, die älteste. Vielen Leute wie Brandt, aber auch Mitteferien. Und außerdem eben insbesondere die glaubwürdig moderne und aber eben auch Tradition also zu verknüpfen. Und das schien mir zu 70%, niemand hat zu 100% eine Übereinstimmung mit einer Partei, sondern ich habe auch manchmal andere Meinungen. Bei der SPD war das zum ganz großen Teil deckungsgleich und deswegen bin ich da erstmal hin, habe mir das angeguckt, bin in meine Jusos eingetreten, das ist eine Jugendorganisation der SPD, da muss man nicht gleich Mitglied werden. Bei der Partei und bin dann ein Jahr später Mitglied geworden und ja, habe dann gemerkt, dass man da sehr viel erreichen kann, viel mehr als man gemeinhin so vom Sessel aus denkt. Wie ist das in Ihrem Freundes- und Familienkreis aufgenommen worden, die bewusste Entscheidung, mehr in der Politik zu machen, von den Jusos, sondern auch weitergehen in die Partei hinein, in feste Strukturen hinein? Nicht jeder denkt ja positiv über die Politiker. Ist Ihnen das mal begegnet? Ach ne, das begegnet mir jeden Tag. Okay. Das ist ja, wenn Sie. Dann wäre die Frage, wie gehen Sie damit um? Ich versuche, wenn ich Zeit dazu habe, meistens hat man ja nicht die Diskussionszeit, die Menschen davon zu überzeugen, dass es erstens ihr Land ist, zweitens keine bessere Staatsform als die Demokratie gibt und wenn es ihnen nicht passt, dann müssen sie es verändern. Müssen sie selbst in eine Partei gehen oder eben auch selbst kandidieren, das geht. Nur auf dem Sofa als Couch-Potato zu sitzen und 95% der Politiker, die man gemeinhin sagt, machen das ja ehrenamtlich, mehr wahrscheinlich sogar 98%, die dafür Freizeit und viel Lebenszeit opfern, damit es in dieser Gesellschaft nicht nur ein Stück vorangeht, sondern dass eben wirklich Demokratie auch gelebt und erhalten bleibt. Das kommt nicht von selbst, die kann man sich nicht kaufen, sondern die muss von allen Menschen auch immer wieder am Leben erhalten werden. Da muss man sich engagieren. Das geht eben nicht, indem man nichts macht, sondern irgendwas macht. Und deswegen habe ich mich bewusst dafür entschieden. Allerdings nicht aus dem Elternhaus geprägt. Meine Eltern fanden es gut, aber die sind selbst überhaupt nicht parteilich engagiert. Das heißt, Sie werben auch im Freundes- oder Familienkreis dafür, sich zu engagieren in der Demokratie? Ja, ich würde sagen, ein Großteil meiner Freunde sind dann auch in die SPD eingetreten. Also sehr engagiert. Die Basis der Erfurter SPD, ja. Spannende Geschichte. Wenn man mal guckt, der Weg von der, von der Jugendorganisation jetzt hin in die Ausschüsse und Gremienarbeit. Sie haben mal sehr schön, entweder auf Ihrer Webseite oder in einem Interview, gesagt, dass Sie die Sitzungen manchmal zu lang finden. Schreiben Sie das der Jugend zu, die ja Dinge sehr schnell erreichen will. Oder glauben Sie, dass es in der Partei oder in den Parteien insgesamt manche Prozesse gibt, die einfach, zu beschleunigen wären aus Ihrer Sicht? Ja, die Parteien müssen sich öffnen. Also dieses Problem, dass wir so wenig Mitglieder haben oder permanent welche verlieren, ist ja ein beidseitiges. Zum einen der Bevölkerung, ja, dass sie sich eben auch mehr engagieren muss, aber auch die Parteien müssen sich öffnen. Ich finde zum Beispiel, dass die Möglichkeit, solche Primaries, so Vorwahlen für die Kandidaten durchzuführen, wie das in den USA jetzt geschieht, mit großer Anteilnahme weltweit und auch Interesse, dass das eine sehr gelungene Variante ist, um Menschen frühzeitig einzubinden. Letztendlich entscheiden 500 SPD-Mitglieder in Erfurt, wer der SPD-Kandidat wird. Und die Bevölkerung kann dann nur noch abstimmen zwischen SPD, CDU oder Linke oder Grünen-Kandidaten. Ich finde aber, um das breiter aufzustellen, mehr Menschen frühzeitig auch mitzugeben und letztendlich geht man in eine Partei, um zu entscheiden und auch mitzuentscheiden. Und ich glaube, wenn man schon so andere Möglichkeiten noch gibt, wie zum Beispiel bei der Personalauswahl auch davor vorzeitig mit einzugreifen und eben solche Vorwahlen durchzuführen, dass das durchaus die Demokratie stärken kann. Transparenz ist ja etwas, was oftmals von den Bürgern kritisiert wird, Richtung Politik auch, dass oft klare Worte fehlen. Ich merke schon aus dem Gespräch, Sie sind niemand, der in dieses Klischee passt. Ich habe mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen, Sie hier zu haben. Ich möchte zum Abschluss eine Frage nochmal in den persönlichen Bereich stellen, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, dass Sie nämlich sagten, viel arbeiten ist gut, trotzdem die Balance zum Privaten zu halten und auch am Wochenende sich um die Familie, Sie haben gerade eine einjährige Tochter, glaube ich. Zwei geworden gerade. Ist das etwas, was für Sie wichtig ist, auch im politischen Sinn wichtig, oder ist es eine private Einstellung?
Naja, das muss jeder mit sich selbst ausmachen, wo er seine Prioritäten sieht. Für mich sind sie ganz klar bei meiner Familie, bei meiner Tochter, meiner Frau. Da würde ich nichts drüber gehen lassen, wäre mir mein Beruf nicht so wichtig. Deswegen versuche ich auch eine gesunde Balance hinzubekommen, indem ich mir einfach wirklich meine Tochter auch Zeit nehme, sie in die Krippe bringe, abhole und da auch meine Frau versuche zu entlasten. Und ich denke, das ist das Leben. Also mir gefällt es so. Mir gefällt sehr, was Sie gesagt haben. Schön, dass Sie bei uns waren. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier bei Im Dialog mit. Bis dahin auf Wiedersehen und danke fürs Zuschauen.